Johannes Heesters 1903 bis 2011 Schauspieler Selmken Zi Seltsam kennt sie Autor D. Seltsam kennt sie Johannes Hoppi, E. Heesters, eigentlich Johann Marius Nikolaus Heesters, 5. Dezember 1903 in Amersfoort. Niederlande, Y. 24. Dezember 2011 in Starnberg, Deutschland, 1, war ein von 1936 bis zu seinem Tod in Deutschland lebender und arbeitender Schauspieler und Sänger mit niederländischer und nach einer überwiegenden Anzahl von Quellen auch mit österreichischer Staatsbürgerschaft 2. Er galt in den letzten Jahren seines Lebens als der weltweit älteste noch aktive darstellende Künstler. Er stand 90 Jahre auf der Bühne und vor der Kamera. Der jüngste von 4 Söhnen des Kaufmanns Jakobus Heesters und seiner Ehefrau Gertruida Jacoba, geborene van den Heuvel, begann nach seiner Schulzeit zunächst eine kaufmännische Lehre. An seinem 16. Geburtstag fasste Heesters den Entschluss, Schauspieler zu werden. Er absolvierte eine Gesangs- und Schauspielausbildung und erhielt eine Reihe von Engagements. 1921 hatte er seinen ersten Bühnenauftritt. 1924 spielte er eine Nebenrolle in seinem ersten Film, dem Stummfilm Zirk Holland Alice, unter der Regie von Theo Frenkel. Im Dezember 1927 sang er bei Harry Frommermann vor, der die Gesangsgruppe Comedian Harmonists gründete, lehnte ein Engagement jedoch ab, als dieser ihm sagte, er würde für die nächsten Monate keine Gage bezahlen können. 3 Heesters 1928 mit Louisa Wiske Kies, die 2 Jahre später seine Ehefrau wurde. 1930 heiratete Heesters die belgische Schauspielerin Louisa Kies, genannt Wiske, mit der er bis zu ihrem Tod 1985 verheiratet blieb. Der Ehe entstammen 2 Töchter, Luise Paula Wiesje Herold Heesters, Pianistin in Wien, und Nicole Heesters, Schauspielerin in Hamburg. Heesters Schwiegersohn war der Bühnenbildner Piet Fischer, zu seinen Enkeln gehört die Schauspielerin Saskia Fischer. 1932 übernahm er seine erste Gesangsrolle und spielte in der Folge in diversen Operetten. 1934 debütierte er mit Müllerkers Beckelstudent an der Wiener Volksoper. 1935 entstand in den Wien Film Ateliers. Der Film Alles für die Firma, in dessen parallel gedrehter niederländischen Sprachfassung der 4 Müllers Heesters in der Rolle des Otto zu sehen war. Es folgten Bühnenauftritte in Salzburg und in der Tschechoslowakei. 4 Im gleichen Jahr kündigte die Amsterdamer Majestic Film die Produktion eines letztlich nie realisierten, grünholländischen Operettenfilm, Regie, Haro van Peski, mit Heesters in der Hauptrolle an. 5 Heesters im nationalsozialistischen Deutschen Reich bearbeiten Johannes Heesters auf der Bühne, 1923. 1936 wechselte Heesters nach Berlin, wo er in zahlreichen Operettenverfilmungen und Musikfilmen mitwirkte. Vom Berliner Publikum erhielt er seinen Spitznamen Jopi 6. 1938 sang er erstmals die Rolle des Grafen Danilo in Der lustigen Witwe, eine Rolle, die er 35 Jahre lang behielt und zu seiner Paraderolle ausbaute. Adolf Hitler besuchte mehrere dieser Aufführungen. Die vor der Besetzung des Landes durch die Wehrmacht im Jahr 1940 unabhängige Presse in den Niederlanden verfolgte die Karriere Heesters im Deutschen Reich überwiegend mit Wohlwollen. Seine deutschen Filme erhielten in den Niederlanden praktisch ausnahmslos positive Kritiken und liefen auch nach 1940 mit großem Erfolg in den dortigen Kinos. Forts bewahrt het programma nokt ved Johan Heesters Films, warme onze landgenot ongetwijfeld op nieuw grote succesenzahl oogsten. Zalmen vroegzwegen, bis een vermakelijke huwelijkscomedie, zegend wie de film is een pompeuze operettefilm, onder regie van Georg Sieg Jacobi Zalmen Müllerkers Gasparone Sieg verfilmen 7. Außerdem enthält das Programm noch 2 Johann Heesters Filme, mit denen unser Landsmann zweifellos erneut grünen Erfolg ernten wird. Zalmen Fruchtzwegen, Originaltitel, Wenn Frauen schweigen ist eine unterhaltsame Ehekomödie, sein 2. Film ist hingegen eine aufwendige Operettenverfilmung, unter der Regie von Georg Jacobi wird man Müllerkers Gasparone verfilmen. Hitwaderland, 3. Juni 1937, Bin Luxor kan men det zwig immer nur du, mit Johann Heesters Noganzien.
De grote belangstelling er voor no op de Luxor's directie de ze operette filmte prolongaren 8. Im Luxor ist diese Woche noch immer nur du, mit Johann Hesters zu sehen. Das große Publikumsinteresse zwang die Luxor-Direktion die Spielzeit dieses Operettenfilms zu verlängern. Dordrechtsche Courant, 30. Januar 1943 Hesters fiel bei niederländischen Widerstandsgruppen zunehmend in Ungnade. Heute ist Hesters in seinem Heimatland kein Publikumsliebling, sondern wird teilweise als Kollaborateur bzw. als Mitläufer aus Karrieregründen gesehen, der in deutschen Diensten gestanden habe, als sein Heimatland von der Wehrmacht besetzt war. 9. Hesters wurde mehrmals vorgeworfen, dass er in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland aufgetreten war. In den 1990er Jahren wurde bekannt, dass Hesters wie Hans Albers von Josef Köbitz 1944 auf die sogenannte Gottbegnadetenliste der unverzichtbaren Schauspieler gesetzt worden war. Hesters bekam den Zusatz Ausländer 10-11 Sympathiebekundungen von ihm für das Regime sind nicht bekannt. Er nahm weder die deutsche Staatsangehörigkeit an, noch war er NSDAP-Mitglied. Noch 1938 gastierte er in den Niederlanden mit einer aus Deutschland geflüchteten jiddischen Theatergruppe. Andererseits distanzierte er sich nicht explizit vom Nationalsozialismus und der deutschen Politik. Hesters gab später an, er sei an Politik nicht interessiert gewesen und habe versucht, seine Familie herauszuhalten und zu schützen. Hesters in der Nachkriegszeit bearbeiten Hesters Filme wurden im Gegensatz zu einigen Filmen mit Heinz Rühmann wie Quarks, der Bruchpilot nach dem Krieg vom Alliierten Kontrollrat nicht als Nazi-Propaganda eingestuft, sie hätten dem NS-Regime nur zur Ablenkung und Ruhigstellung der Bevölkerung gedient. Die 1944 von der Terra Film produzierte Operettenverfilmung Die Fledermaus wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der Kutterin Alice Ludwig fertiggestellt. Am 16. August 1946 wurde der Film in Ostberlin als erste deutschsprachige Produktion in der sowjetischen Besatzungszone uraufgeführt. Die Terra Film blieb im Presseheft zum Film ungenannt. Der unpolitische Film erwies sich als großer Erfolg und spielte in der Folgezeit 20 Millionen Mark ein. Die sowjetische Firma Art Kino zeigte den Film mit beachtlichem Erfolg in New York und anderen Städten der USA. 1949 war der Film auch in Kinos der französischen Besatzungszone zu sehen. 12 Hesters konnte seine Karriere nach dem Krieg fortsetzen und sang in Wien, München und Berlin. Das Auftrittslied des Grafen Danilo Da geh ich ins Maxim aus der Operette Die lustige Witwe von Franz Lehár wurde durch Hesters zum Evergreen. In dieser Rolle stand Hesters 1600 Mal auf der Bühne. 1953 engagierte ihn Otto Preminger für den Film Die Jungfrau auf dem Dach nach Hollywood. In den 1960er und 1970er Jahren war er in zahlreichen Fernsehfilmen, Theateraufzeichnungen und Fernsehshows zu sehen. 1975 wurde sein soziales Engagement offenkundig, als er bei der ersten ZDF-Gala zugunsten der von der Ärztin Mildred Scheel gegründeten Deutschen Krebshilfe mit dem Titel Treffpunkt Herz mitwirkte. Als ihn der Entertainer Peter Alexander auf Wunsch der damaligen Frau des deutschen Bundespräsidenten Walter Scheel zu dieser Benefizgala nach Köln einlud, erklärte der seinerzeit 72-jährige Hesters spontan, selbstverständlich bin ich beim Startschuss für die deutsche Krebshilfe dabei. Das Leid Krebs kann doch jeden von uns treffen. 1978 erschienen seine Memoiren, Es kommt auf die Sekunde an. Simone Reckel, zweite Ehefrau von Johannes Hesters. 1992 heiratete Hesters die Schauspielerin Simone Reckel. Von 1996 bis zum Sommer 2001 spielte er neben seiner Frau in dem von Kurt Flatow für ihn geschriebenen Stück Ein gesegnetes Alter. Dies trug ihm 1997 sogar einen Vermerk im Guinness Buch der Rekorde ein als weltweit ältester Schauspieler, der über 250 Mal in Suite in der Hauptrolle eines 3-Stunden-Stücks auf der Bühne stand. Im Jahr 2005 ging Hesters mit dem deutschen Filmorchester Babelsberg auf Tournee und gastierte in 7 deutschen Großstädten. Zudem war